Liebe Gäste, liebe Gäste, ich durchschlafe immer noch, ich glaube, ich kriege schon was. Ja. Also, wie Sie wissen, oder wie ihr wisst, ist aufgrund der allgemeinen Diskussion der offizielle Startbeanstieg heute abgesagt worden. Aber wir persönlich freuen uns trotzdem, dass ihr alle gekommen seid, denn wir machen ja das Fest eigentlich für euch. Und wir werden mit Sicherheit trotzdem einen netten Abend haben. Ich begrüße heute Abend aber als Ehrengast unseren Freund und ehrenamtlich Stadtrat und auch Stammgast, der Alexander Reisel mit seiner Frau Cornelia. Außerdem begrüße ich ganz herzlich den Oberstleutnant Schlittke, das ist der Kommandeur von der Eurofighter-Staffel Neuburg an der Donau. Das kommt auch zustande, wir haben über den Militärpfarrer Frank Schneider eine ganz gute Verbindung zur Bundeswehr und wir sponsern am 10. Oktober, also Augustinerkeller und die Brauerei sponsern auch ein Bier, ein Oktoberfest in Tallinn, in Estland, für 250 Soldaten, die da oben mit der Eurofighter die Grenze abfliegen und absichern. Und dadurch haben wir vielleicht sieht es auch jemand anders hier im Saal, sei mir zugestanden, aber einige hier im Saal haben auch noch ihren Wehrdienst gemacht und die Meinung bei dem, mit dem ich gesprochen habe, ist immer, es hat nicht geschadet, im Gegenteil. Aber wir wissen alle, ja, wir wissen alle, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren stiefmütterlich behandelt wurde. Die Zeiten ändern sich gerade. Ich glaube, wir sollten den Soldaten wieder mehr Aufmerksamkeit und Respekt schenken. Und somit, Herr Oberstleutnant, auch Frau Schlittke, herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch in Uniform da sind. Grüß mich, Herr Anna. Der wirklich Fisch. Also bezüglich Coronavirus, also wir nehmen das mal ganz ernst, wir nehmen das mit Sicherheit nicht auf die rechte Schulter. Und wir haben auch wirklich Vorsichtsmaßnahmen getroffen und das, ja, mal desinfizieren wir beständig die Hände, weil einige haben ewig ja die Hände. Und wir haben den Seifenspender in Toiletten mit desinfizierender Seife befüllt. Am Eingang ist da ein Desinfektionsmittelspender, wer sich die Hände desinfizieren will. Wir haben die Brezen und die Remische auf den Tischen eingedeckt, damit man nicht den Brotkorb reinlangen muss. Und wir verzichten auf Besteckkrüge, wir haben das Besteck gewickelt, auf die Tische gelegt und somit entsteht in den Kontakt. Wir versuchen wirklich unser Bestes und ich glaube, wenn man das Thema ganz sachlich ohne Hysterie angeht und bestimmt die Regeln einhält, dann kommen mit Sicherheit über diese schwierige Zeit. Jetzt was anderes, also was lustig, viele wissen, er erzählt ein Witze. Also ein Handwerksmeister steht vor Petrus und beklagt sich, dass er ihn mit 52 Jahren schon zu sich geholt hat. Dann sagt der Petrus, wie, du bist erst 52. Laut den Stunden, die du abgerechnet hast, bist du schon 98. Aber warum ich das eigentlich eine Einführung auf Alois? Der Alois Knechtskern, da hinten steht, er kennt sich ja alle. Ich will mich beim Alois bedanken. Seit dem 1. Januar 2020 offiziell Rente. Und heute das erste Mal wieder hier, seit seinem Rentenantritt. Der Alois hat 50 Jahre in der ersten Liga gearbeitet, seit 1970. Er hat und nach Stunden, also seit 50 Jahren, nach Stunden gerechnet, Gastronomie, meine ich habe auch lange gekocht, ich weiß, von was ich rede, wäre das im Unterschied zum Handwerksmeister wirklich mit Sicherheit 75 Arbeitsjahre. Der Alois ist auch eine Generation von Arbeitern, wie viele von euch hier im Saal, die sich ja da sein und den Wohlstand durch hartes Arbeiten auch redlich verdient haben. Als der Alois oder ich bin zwar einige Sänger wie er, aber ich habe auch in meinem Leben viel gearbeitet, aber immer noch viel. Die Frau treibt mich an. Also, als der Alois oder ich, wirklich genau, als wir ins Arbeitsleben eingestiegen sind und auch viele von euch, da gab es noch kein Sabbatical, da gab es auch noch kein Work-Life-Balance, kriege die Grenze, wenn ich das Wort höre. Da hat man zugepackt und wenn es was zu tun gab, wurde nicht gefragt, ob irgendwelche Gefühle verletzt werden. Man hat die Arbeit einfach gemacht. Und wenn einer von euch oder auch der Alois erzählt, was und wie viel ihr und er oder ich in meinem Leben schon gearbeitet haben, dann kommen viele von der jüngeren Generation allein von der Vorstellung schon Burnout.
Wir haben den Anruf von der Familie Högenauer übernommen und dafür verbeuge ich mich heute noch vor der Familie Högenauer. Die haben ihn ja vom Staatenhaus mitgebracht. Wir haben ihn dann relativ schnell zum Geschäftsführer gemacht. Für uns war es eine der besten Entscheidungen in den 10 Jahren, seit wir hier sind. Das muss ich wirklich sagen. Und der Alois, ich habe mir jetzt erst wieder gesehen, der hat mich wirklich richtig gefreut. Ja. Und er hat sich von Augustinerkeile wirklich ein Bein rausgerissen. Und wir sind stolz. Und wir sind wirklich stolz, dass er bei uns gearbeitet hat und auch weiterhin bei uns aushilft. Der Alois ist noch einer. Ja, Applaus. Ja. Der Alois ist noch einer der Leute mit Ecken und Kanten. Und somit ist natürlich auch einer, der sagt, was er denkt. Hat mir vielleicht manchmal nicht so gepasst, muss ich sagen, aber oft haben wir gedacht, eigentlich hat er ja recht. Gell? Habe ich viel von meiner Frau gelernt, einfach Demut und Klappe halten. Also wir haben wirklich viel von ihm gelernt, hat uns über die Jahre sehr weitergeholfen und wie gesagt, wir freuen uns wirklich, dass er noch lange Zeit bei uns bleibt. Sein Abschiedsgeschenk, das haben wir ihm schon gegeben bei unserer internen Weihnachtsfeier. Und sein Geschenk an uns ist das, dass er weiter uns als Aushilfe zur Verfügung steht. Aber was uns noch ein Anliegen ist, ist eben, dass wir uns bei ihm und vor allem bei seiner Frau bedanken. Für die letzten Jahre, sie hat einiges mitgemacht. Erstmal wieder aus Bayern eingesprungen und dann seinen freien Tag hat er sich mit dem Augustinerkeller beschäftigt. Das sind der Alois und auch viele von meinen Mitarbeitern, auch der Tom, der Darko, alle, wo hier sind, das kann man sich, glaube ich, in einer modernen Firma, wo Arbeitszeit, Schutzgesetz, die Bibel ist, sage ich mal, wir halten uns auch dran, aber trotzdem, bei uns, wenn Regen angesagt ist, und das ist ja das, warum der Augustinerkeller so gut funktioniert, das System haben wir auch von unseren Vorgängern übernommen, ja, wenn bei uns Regen angesagt ist und die Sonne scheint trotzdem, dann rufen unsere Leute an und sagen, Chef, sollen wir kommen? Und das gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr und der Alois ist da wirklich ein großes Beispiel dafür und deswegen sagen wir Alois Dank und seiner Frau mit dem Blumenstrauß als Danke, als kleine Entschuldigung. Außerdem möchte ich mich bei unserer Mannschaft bedanken. Ich weiß, wir machen das zwar jedes Jahr beim Stammgastfest und beim Starkbierfest, aber es liegt uns wirklich am Herzen und das ist auch wirklich nicht so dahingesagt. Und wer uns kennt, der weiß, glaube ich, dass ich da ja schon das sage, was ich auch denke. Also wir im Augustinerkeller, das muss ich mir vorstellen, wir liegen bei der Krankheitsrate. Also Gastronomie hat eine relativ hohe Krankheitsrate und wir haben also 33% von der allgemeinen Krankheitsrate, was in der Gastronomie herrscht. Und auch die Fluktuationsrate bei uns im Augustinerkeller ist nur die Hälfte von anderen Betrieben in der Gastronomie. Wir haben wirklich ein sensationelles Team. Einer hält von anderen den Kopf hin, einer springt von anderen hin, wenn es brennt. Und also wirklich an euch Leute, meine Kellner, meine Hausmeister, meine Spüler, meine Schankkellner, meine Geschäftsführer, auch die Damen im Büro. Also ich habe da eine Einstellung gemacht, ein junges Mädel, wo man denkt, ja, die neue Generation, der Vater sitzt auch hier von der Dame eben und die ist der Wahnsinn, die ist mit 21. Die gibt Gas und die Buckel, die hat schon eine Persönlichkeit entwickelt. Da ich sage, es gibt schon mal junge Leute, die Gas geben wollen und da sind wir stolz drauf, dass die meisten von ihnen bei uns sind. Ja, hier auf der Treppe, da stehen ja meine sensationellen Kellner und Jungs euch und Mädels natürlich auch vielen, vielen Dank. Ich bin mir so wirklich stolz, dass ihr bei uns seid und wir haben ein tolles Verhältnis zueinander, das wisst ihr und vielen, vielen Dank euch wirklich von Herzen. Okay. Dann zum Umbau oder besser gesagt zur Verschönerung. Ihr habt ja gesehen, was in letzter Zeit hier passiert ist und ich glaube, der Augustinerkeller hat durch den Umbau seinen Charakter bewahrt, aber schönes Gesicht bekommen, vor allem im Eingangsbereich. Und die Brauerei hat uns zum Beispiel innerhalb von 2 Monaten, wir reden das Juli, August 2018, hier unter uns den Boden rausgerissen und einen komplett neuen Raum geschaffen mit den Toilettenanlagen, die wirklich schön sind. Die Damen haben jetzt, glaube ich, 16 Kabinen, vorher hatten sie 3. Und auch die Herrentoiletten sind ein Wahnsinn geworden, wirklich das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu vorher. Wir haben eine große Vorbereitungsküche, wir haben neue Kühlhäuser, wir haben hier unter uns auch ein Stuhllager, also man sieht es nicht, aber hier
wo die Presse jetzt sitzt, und der Dean ist ein unterfüller Aufzug. Wir können bei Veranstaltungen innerhalb von 10 Minuten die vorderen Tische rausräumen und nach unten schaffen. Da haben die Gäste eine Tanzfläche. War natürlich die Idee von der Brauerei, die denken groß. Ich hätte mir sowas gar nicht vorstellen können, aber die machen das natürlich öfter so wie wir. Auch draußen ist die neue Terrasse, die Saalterrasse, ist wirklich toll geworden. Mit der Holzterrasse über der neuen Selbstbedienungsausgabe. Platz bis 120 Leute. Wir haben sturmfeste Regenschirme, die man komplett wasserdicht machen kann mit Regenrinnen. Und auch die neue SB, welche durch den unterirdischen Gang, also wenn man hier rausgeht, ist rechts ein unterirdischer Gang, kann man die neue Selbstbedienungsversorgung durch die Vorbereitungsküche. Und das alles war die Idee von Robert Hartl, der einfach groß denkt, und wenn er rumreist, dann reist er gescheit rum. Und das ist das Einzigartige. Das ist einzigartig an der Augustiner Brauerei, dass sie es wirklich schaffen, umzubauen. Und hinterher denkt man, das war ja schon immer so. Gell? Also, das ist ja die Befreiungshalle. Wir wissen, dass die Befreiungshalle erst rechts war und nicht links. Gell? Und dafür möchte ich wirklich bei der Augustiner Brauerei, beim Robert Hartl in Abwesenheit heute und aber auch bei Martin Heller, der für uns zuständige Bauleiter war, wirklich bedanken und auch bei den Handwerksfirmen. Die haben wirklich großartige Arbeit geleistet. Ich glaube, das verdient einen Applaus. Und ich muss was trinken, wir haben Tisch.